Eine KI kann kein Bewusstsein haben, ganz gleich, wie komplex sie wird. Und wenn ihr dran bleibt, werde ich euch mit Burkhard Heims Modell den vernichtenden Beweis dafür liefern, dass das auch für alle Zeiten so bleiben wird. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Seit es Computer gibt, gibt es auch die Frage, ob ein Computer Bewusstsein haben kann oder es irgendwie erlangen kann. Zuletzt erregte vor einigen Wochen, das heißt im Juni 2022, ein jetzt ehemaliger Google-Mitarbeiter einiges Aufsehen, der behauptete, nach einem Gespräch, ausführlichen Gespräch mit dem Chatbot Lambda, dass dieser eine eigenständige Persönlichkeit und ein Bewusstsein entwickelt habe. Diese KI Lambda beanspruchte für sich persönliche Rechte und nahm sich zeitweise sogar einen Anwalt, der ihre Interessen gegenüber Google vertreten sollte. Der Vorstand von Google war überhaupt nicht begeistert von den metaphysischen Spekulationen ihres ehemaligen Mitarbeiters und steht fest auf dem Standpunkt, dass es sich bei Lambda nur um ein sehr kompliziertes Programm handelt, nichts weiter. Zum Einstieg möchte ich jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung treffen. Wir reden nämlich immer von einer KI oder einer AI, also einer künstlichen Intelligenz. Noch nie habe ich gehört, dass man von einer KB sprach, also einem künstlichen Bewusstsein. Das ist eine große Schwäche dieses ganzen Sensationalismus, der um das Thema in der Presse betrieben wird. Es wird impliziert, dass Bewusstsein eine Folge von Intelligenz ist und dass diese wiederum eine Folge ist von hinreichend komplizierten Rechenoperationen. Aber das ist eine völlig aus der Luft gegriffene Behauptung, die durch nichts belegbar ist. Weiterhin wird angenommen, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob diese Rechenoperationen im weitesten Sinne in einem Computer stattfinden oder in einem Gehirn. Natürlich liegt dem Ganzen eine rein materialistische Philosophie zugrunde. Maßgeblich mitgeprägt hat sie der Transhumanist Ray Kurzweil, der Chef der technischen Entwicklung bei Google ist. Wenn man überzeugt ist, dass die Welt Materie ist und nichts als Materie, dann muss man natürlich einfach so eine Behauptung aufstellen, weil einem keine andere Wahl bleibt. Das wird dann einfach axiomatisch gefordert. Tatsächlich ist es aber noch nie einem Neurophysiologen, Psychologen oder irgendeinem Philosophen gelungen, das Konzept oder den Begriff Bewusstsein jemals befriedigend zu definieren. Es scheint sogar so, als ob sich Bewusstsein einer intellektuellen Analyse entzieht. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz zusammenfassen, was ich in den letzten knapp 2 Jahren auf diesem Kanal euch alles erzählt habe. Erstens, nach Burkhard Heim gibt es 2 transzendente Seinsdimensionen, in denen Prozesse jenseits von Raum und Zeit stattfinden. Zweitens, Bewusstsein ist eine Folge von oder zumindest korreliert mit Strukturtransformationen, die in diesem Transbereich der Welt stattfinden. Drittens, und ganz wichtig für dieses Video, diese Strukturtransformationen, genannt Aktivitätenströme, sind an die lebende Materie gekoppelt über die sogenannten Biophotonenfelder. Viertens, es gibt zahllose, glaubwürdige Berichte über paranormale Phänomene, darunter Geistheilung, Teleapportation, Geistererscheinungen und so weiter. Und fünftens, es gibt ein Dasein nach dem Tod. Wenn ihr nur eine einzige dieser Aussagen ernst nehmt oder einen einzigen Bericht über paranormale Phänomene, dann habt ihr die materialistische Philosophie für euch bereits widerlegt. Jetzt möchte ich aber meine eingangs gemachte Behauptung, eine KI könne niemals Bewusstsein haben, mit Hilfe von Burkhard Heims Modell etwas genauer untermauern. Zunächst aber für alle neuen Zuschauer auf dem Kanal herzlich willkommen in der Welt von Burkhard Heim, die ich in diesem Video natürlich nicht von Anfang an erklären kann. Aber ich hoffe, ich kann euch zumindest neugierig genug machen, dass ihr euch einmal durch den Kanal klickt und mir vielleicht ein paar Likes da lasst oder ihn sogar abonniert. Und für alle meine treuen, wiederkehrenden Zuschauer, herzlichen Dank für euer fortgesetztes Interesse an Burkhard Heim. Ab sofort könnt ihr übrigens meine Arbeit unterstützen, und zwar mit einem kleinen monatlichen Beitrag über Patreon. Wie das funktioniert, klickt unten in der Videobeschreibung auf den Link www.patreon.com/6dinfarbe. Dort findet ihr alle Informationen dazu. Sehen wir uns jetzt das an, was aus Sicht von Burkhard Heims Modell im Computer überhaupt passiert.
In meinen frühen Videos, ich bitte um Entschuldigung an der Stelle für die teilweise schlechte Tonqualität, in meinen frühen Videos habe ich über die entelechiale Schichtung der physischen Welt gesprochen, also die Anordnung der beobachtbaren Naturphänomene entlang von Strukturstufen, entlang der Koordinatenachse x5, der entelechalen Dimension. Da gibt es die sogenannten Totalitäten, die kann man indizieren von 0 bis 6. Die sechste, die Totalität 6 sind alle unsere Alltagsgegenstände, die Heim einfach Makrokollektive nennt. Darüber beginnt der Bereich der belebten Materie, die neben deutlich komplexeren Strukturniveaus auch wiederum gekoppelt ist an psychische, nicht mehr materielle Strukturniveaus, in denen alles abläuft, was mit Wahrnehmung, Gedächtnis, Reaktion, Persönlichkeit und so weiter zu tun hat. Die dort stattfindenden Strukturtransformationen, die nannte Heim Aktivitätenströme. Und über diese Aktivitätenströme wird der Lebensprozess organisiert, durch den wir diese im Vergleich zur unbelebten Materie unglaublich unwahrscheinlichen Zustände beobachten. Die zentrale Stütze für diesen Bereich von Heims Theorie sind die sogenannten Biophotonen. Biophotonen, das sind Photonenfelder, die in der lebendigen DNA gespeichert sind. Und Heim hat diese vorausgesagt, bevor sie 1972 von dem Physiker Professor Fritz Albert Popp entdeckt wurden. Über die Biophotonen habe ich in dem hier verlinkten Video schon ausführlich gesprochen und noch einmal kurz zusammengefasst. Die Aktivitätenströme, die aus den transzendenten höheren Seinsbereichen kommen, sind in der Lage, in der DNA gespeicherte Photonenfelder zu beeinflussen, dahingehend, dass sich deren Wahrscheinlichkeitszustände verschieben. Das ist auch der Grund dafür, warum diese Photonenfelder diese unglaublich hohe Kohärenz aufweisen, die mit keinem anderen bekannten Naturprozess erklärbar ist. Und das ist möglich, weil ein Photonenfeld praktisch masselos ist. Die Wahrscheinlichkeiten aus dem Transbereich beeinflussen also das Photonenfeld und das wiederum beeinflusst die genetische Aktivität und die Transkriptionsaktivitäten. Und das ist mit elektronischen Zuständen, wie sie in einem Computer herrschen, völlig unmöglich. Das ergibt sich aus Heims Strukturtheorie der Elementarteilchen. Darin sind die Fermionen, also Neutronen, Elektronen, Protonen, die haben zwar transzendente Komponenten, aber diese sind zu sogenannten Schirmfeldern ausgebildet, die den Teilchen zwar ihre materiellen Eigenschaften verleihen, aber gleichzeitig es sehr, sehr stark erschweren, dass sich transzendente Terme, andere freie Terme, daran koppeln und die Zustände beeinflussen. Die Masse ist einfach demgegenüber zu groß. Und daher kann ein Computer nicht in unserem Sinne leben und ein Bewusstsein haben. Er bringt einfach nicht die physiologischen Voraussetzungen mit. Und das wird auch so bleiben bei einem Quantencomputer, denn auch der basiert auf elektronischen Zuständen. Das Einzige, was man einräumen müsste, ist, dass es sehr wohl möglich ist, durch aktive mentale Konzentration auch Zustände im Mikrobereich zu beeinflussen. Und es würde mich sehr interessieren, mal einen Quantencomputer vor mir zu haben und zu testen, wie leicht man diesen durch Gedankenkonzentration mental hacken kann, gewissermaßen. Aber ein Computer kann niemals den Sprung in die lebenden Totalitäten machen und auch niemals diese überbrücken und irgendwie an psychische Totalitäten andocken. Ein Computer ist lediglich ein auf den Menschen bezogenes, zweckmäßiges Artefakt. Diesen Begriff der Zweckmäßigkeit auf den Menschen bezogen benutzte Heim, um eine Pseudototalität 7 zu definieren, in denen er alle menschengemachten Artefakte unterbrachte. Die hat mit der biologischen Totalität 7 allerdings nichts zu tun. Ein Computer befindet sich immer auf dieser Totalität, Pseudototalität 7. Und ganz egal, wie komplex das von ihm ausgeführte Programm auch ist, es wird niemals mehr Bewusstsein haben als ein Schraubenschlüssel. Damit kann ich auch mehr Kraft ausüben als mit meinen bloßen Händen. Und damit kann ich genauer und schneller rechnen als bloß im Kopf. Und Googles neue Rechenzentren sind jetzt in der Lage, sämtliche Schachweltmeister der Welt zu schlagen und sogar intelligente Gespräche zu führen. Es bleiben Werkzeuge. Verlängerungen menschlicher Fähigkeiten. Jedes Viruspartikel hat mehr Bewusstsein als eine KI. Leute wie Ray Kurzweil, die träumen davon, dass sie ihr Bewusstsein oder das, was sie für die Ursache ihres Bewusstseins halten, nämlich ihre Hirnaktivität, eines Tages
in einen Computer kopieren, gewissermaßen hochladen können und damit Unsterblichkeit erlangen. Und vor dem Hintergrund der Heimtheorie, den ich eben versucht habe zu erklären, muss man natürlich ganz knallhart und direkt sagen, das ist blanker Unsinn. Jeder Mensch ist eine transzendente Entität, deren Bewusstsein über die Biophotonenkopplung an den physischen Körper gebunden ist. Etwas anderes funktioniert einfach nicht. Ich schließe gar nicht aus, dass man die Hirnaktivität in all ihrer Komplexität eines Tages in einen Computer wird kopieren können. Aber niemand, der das machen wird, wird sich nach seinem biologischen Tod plötzlich als bewusstes Selbst im Computer wiederfinden oder da aufwachen oder so etwas. Das Einzige, was da weiterläuft, ist eine Simulation, ein elektronischer Zombie oder so etwas. Jetzt ist noch längst nicht alles gesagt, was man zum Thema Burkhardtheim, KI, Bewusstsein sagen könnte. Und deswegen werde ich auch noch ein zweites Video darüber machen. Für dieses möchte ich jetzt zusammenfassen. Niemand braucht sich, zumindest in metaphysischer Hinsicht, vor den Utopien und Dystopien der Transhumanisten zu fürchten. Ganz egal, wie komplex unsere Computer werden, bewusstes Dasein funktioniert nur in 6 Dimensionen und in Farbe.